Kreise Oberstland an Germerlacher. Ich bin seit 2018 der Kommandeur des Panzergrenadierbataillons 112 im niederbayerischen Regen. Das Bataillon umfasst ca. 650 Soldatinnen und Soldaten und ist gegliedert neben einem kleinen Stabselement in vier Kompanien. Wir haben also eine erste Kompanie, die für die Versorgung, Instandsetzung, Verpflegung, Aufklärung und Vermeldewesen zuständig ist. Und dann im Kern natürlich die drei Panzergrenadierkompanien, die Kampfkompanien, in denen dann auch jeweils 14 Schützenpanzer Puma sind. Wir verfügen als einziges Bataillon im Heer über die neueste Version des Pumas, die sogenannte VJTF-Version, den VJTF-Puma, mit dem das Heer dann auch im nächsten Jahr in die VJTF gehen soll. Dieses Fahrzeug hat das Bataillon im letzten Jahr, im Sommer, in einer Einsatzprüfung auf Tauglichkeit untersucht, dann nochmal in diesem Jahr im Februar und wir waren bereits im März diesen Jahres im Schießübungszentrum und haben diesen neuen Puma bereits auf Kompanieebene eingesetzt, in einer Zwei-Parteien-Übung gegen eine zweite Kompanie von mir, die mit dem Puma erstes Los ausgestattet war. Und dieser Umfang an 5 Puma-Bataillonen plus die Fahrzeuge, die in der Schullandschaft eingesetzt sind, das ist unter dem Begriff erstes Los zu verstehen. Mit dem Schützenpanzer Puma in der VJTF-Version erhalten wir die finalisierte Version für den Einsatz im nächsten Jahr. Wir verfügen damit über ein besonders leistungsfähiges und hochmodernes System, das in den Kategorien Feuerkraft, also Wirkung, Schutz der Besatzung, Beweglichkeit und insbesondere was die Führungsfähigkeit anbelangt, sicherlich das beste System haben, das derzeit auf dem Markt insgesamt auch international verfügbar ist. Bereits Puma erstes Los, das habe ich während meiner Umschulung auf den Puma auch praktisch erfahren können, verfügt schon über eine wirklich große Feuerkraft, Zielgenauigkeit. Das war bereits beim Puma erstes Los vorhanden und mit dem VJTF Puma schließen wir bestimmte Fähigkeitslücken, über die der Puma erstes Los noch verfügt hat. Anzusprechen ist hier zum Beispiel die Panzerabwehrfähigkeit mit der MELS. Dieser Lenkflugkörper, der bis auf 4000 Meter gegen Kampfpanzer eingesetzt werden kann, ist jetzt auf jedem Fahrzeug vorhanden mit zwei Lenkflugkörpern. Das ist schon mal eine wesentliche Steigerung allein gegenüber dem Marder. Und wir haben insbesondere ein neues Führungssystem zusammen mit einem neuen System IDZ für die abgesessenen Kräfte. Verfügen wir jetzt über die Möglichkeit, auch eine Führungsüberlegenheit gegenüber einem potenziellen Gegner herzustellen. Und auch das haben wir getestet im Schießübungszentrum. Ich hatte eine Kompanie auf VJTF Puma eingesetzt und eine Kompanie Puma erstes Los. Und da hat sich bereits gezeigt, dass das Führungssystem eine deutliche Führungsüberlegenheit bekommt. Warum ist das so? Durch die digitale Lagekarte Blue Force Tracking ist man auf der Zugebene und Kompanieebene in der Lage, eben präziseres Lagebild zu generieren. Die Funksprüche können reduziert werden. Die Entscheidungsfindung, Befehlsgebung läuft schneller ab, weil sie auf einem besseren und genauerem Lagebild fundiert. Und das haben wir bereits im Gefecht dann auch in der Kompanieübung gesehen, dass die Kräfte, die mit diesen Mitteln ausgestattet sind, eben einfach immer einen Schritt voraus sind gegenüber dem, der über dieses System nicht verfügt. Insgesamt werden wir bis Anfang nächsten Jahres über 40 VJTF-Pumas verfügen, die dann auch in der VJTF eingesetzt werden. Daneben verfügt das Bataillon auch noch über die gleiche Anzahl an Puma erstes Los. Ich habe ja bereits angesprochen, dass wir den VJTF Puma im letzten Jahr und in diesem Jahr auf Herz und Nieren überprüft haben und auch die Kriegstauglichkeit letztendlich dann durch den Inspekteur des Heeres festgestellt worden ist. Und wir haben auch mit dem Puma erstes Los mehrere Schipsdurchgänge bis zur Kompanieebene durchgeführt. Und auch hier hat sich bereits die hohe Leistungsfähigkeit und deutliche Überlegenheit gegenüber dem Marder herausgestellt. Bewaffnet mit einer 20 mm Bordmaschinenkanone. Und einem koaxialen Bordmaschinengewehr.
Kanten bis zu 2 Meter Breite und Hindernisse bis zu einer Höhe von 1,10 Meter überwinden. VJTF Puma gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter und erhalten letztendlich all die Dinge, die wir als Panzergrenadiertruppe und als Bataillon benötigen, um diesen Schützenpanzer auch dann im Einsatz einsetzen zu können. Ich bin Hauptgefreiter, bin eingesetzt als MG-Schütze auf dem Alpha 1 Panzer. Meine Aufgabe ist es, die Schwerpunktwaffe der Panzergrenadiergruppe, das MG, zu führen, in dem Falle ein MG4. Ich bin Hauptgefreiter auf dem Schützenpanzer Puma. Ich trage die Panzerfaust bei mir, die zur Panzerbekämpfung dient. Ich bin Oberstaatsgefreiter. Ich bin Stelftruppführer auf dem Schützenpanzer Puma. Zusätzlich zu meinem G36 habe ich als Bewaffnung eine Granatpistole. Ich bin Feldwebel. Ich bin eingesetzt als Truppführer auf dem Schützenpanzer Puma. Als Bewaffnung habe ich dieses G36A3 in der kurzen Variante SK. Hat den Vorteil mit dem verkürzten Lauf, dass ich mehr Bewegungsfreiheit im Gelände habe. Auf dem Führungssystem, über welches diese Soldaten verfügen, sieht man jetzt nach dem Wechsel der Kampfweise, wo sich die eigenen Soldaten befinden auf dem Luftbild. Eine Frage nach dem Standort des Soldaten erübrigt sich dahingehend, da die Informationen immer in Echtzeit direkt an den Soldaten und hier vor allem an den militärischen Führer geliefert werden. Das ist nur eine Steigerung neben den Farbbildschirmen, die wir jetzt eingesetzt haben, was natürlich den Feuerkampf für die Richtschützen und für den Kommandanten erheblich erleichtert. Und das führt bis zur Rückfahrkamera, die jetzt der Kraftfahrer hat, um eben ohne durch einen Truppführer oder Kommandanten geführt zu werden, rückwärts ausweichen kann und dadurch eine unglaubliche Geschwindigkeit im Vergleich zum Marder oder auch Puma erstes Los erreichen kann. Ich bin Hauptführer Marget und auf dem Schützenpanzer Puma eingesetzt als Kommandant. Ich bin Stabsunteroffizier und eingesetzt auf dem Schützenpanzer Puma als Richtschütze. Ich bin Oberstabsgefreiter und bin eingesetzt als Kraftfahrer auf dem Schützenpanzer Puma. Von 4 Fahrzeugen ist 1 das Führungsfahrzeug vom Zugführer. Und da ist quasi ein Sitzplatz reserviert für die Drohne, weil die von den Ausmaßen so groß ist, dass sie einen Sitzplatz einnimmt. Die Vorteile vom Schützenpanzer Puma sind eindeutig die gesteigerte Schutzstufe für die komplette Besatzung des Fahrzeuges und dass der Turm jetzt autark von der Wanne agiert. Das heißt, wir haben 2 getrennte Bauteile, was die Schutzstufe des Fahrzeugs eindeutig erhöht. Der Richtschütz und der Kommandant befinden sich jetzt ebenfalls im neuen Fahrzeug unten in der Wanne, nicht wie beim Vorgänger im Schützenpanzer Marder im Turm selber und sind quasi mit dem vorderen Kampfraum in der Wanne. Der Turm ist unbemannt und hier somit getrennt vom vorderen Kampfraum. Also ein wesentlicher Vorteil der Optiken, die wir jetzt haben beim Puma, ist einmal die Tagsicht in unserem Monitor auf 20-fache Vergrößerung und beim Wärmebildgerät auf 16-fache Vergrößerung. Des Weiteren haben wir noch den tagoptischen Kanal, der sich in der Turmmittelachse befindet, über den wir zusätzlich gespiegelt auch noch beobachten und aufklären können. Die wesentlichen Vorteile der 30 mm sind einmal die größere Reichweite gegenüber der 20 mm und damit auch verbunden die erhöhte Durchschlagsleistung von der Munition durch das größere Kaliber. Wir nutzen einmal die KE-Munition, das ist eine panzerbrechende Munition. Und dann haben wir noch die ABM, die Airburst Munition, das ist eine Sprengsplitter-Munition. Jetzt noch zu sehen, die 30 mm BMK. Hier noch zu sagen, für die ABM-Munition, die Airburst Munition, ist programmierbar. Soweit für weite Entfernungen gegen ungepanzerte Ziele und auch Schützengruppen einzusetzen. Und hier zu sehen das koaxiale Turmmaschinengewehr, das MG4, für Schützen zum Bekämpfen auf mittlere Distanzen. Jetzt noch zu sehen der wesentliche Unterschied vom Turmmaschinengewehr MG4 zu dem normalen Maschinengewehr MG4. Es fehlt die Schulterstütze, dass es in die Wiegenaufnahme reinpasst. Und des Weiteren ist ein verkürztes Schultergriffstück dran, wo die Sicherung leicht abgeändert ist für die Aufnahme der Wiege.
Sie sehen nun die Panzergrenadiere beim Nehmen der Scheune und der anschließenden Befehlsausgabe für den weiteren Angriff. Schauen Sie auf die Monitore. Der Panzergrenadierzug Alpha führt unter Überwachung durch den Jägerzug Charlie und den Panzerzug Echo den Wechsel der Kampfweise durch und kämpft den südlichen Teil von Heidedorf frei. Panzergrenadiere führen den Wechsel der Kampfweise am und im Feind durch, um Sperren zu öffnen, Sperrsicherungen zu werfen, im urbanen Umfeld zu kämpfen oder um die Kampfweise an das Gelände anzupassen. Die Schützentrupps der Grenadiere sind ausgerüstet mit dem System Infanterist der Zukunft. Dieses besteht aus modernen Schutz-, Wirkungs- und Führungskomponenten. Dazu gehören unter anderem Nachtsehgeräte, Gruppenfunk sowie ein Helmdisplay. Oberstabsgefreiter, bin der Kraftfahrer von dem Auto hier. In Bezug auf die Kette. Also ich selber bin jetzt knapp 8000 Kilometer mit dem Auto hier gefahren. Mir ist es selber noch nicht passiert, dass mir die Kette geworfen ist. Es kann passieren bei sehr sandigen oder weichen Untergrund, wenn der richtig tief einsinkt, also wenn der hier schon ungefähr diese Höhe hat, dass ich dann unter die Laufrollen Erde, Sand oder sonstiges Gestein reinschiebt und dann sein kann, dass die Kette geworfen werden kann. Ich als Kraftfahrer kriege das in dem Auto mit, weil das hört sich richtig böse an. Der fängt richtig das Bellen an, das Auto, wenn die Kette geworfen wird. Fahrmanöver, einfach gerade lenken und dann zieht sich normal die Kette selber wieder auf. Damals, der Marder ist im Stand ungefähr bei 600 Umdrehungen gelaufen. Dieses Auto jetzt läuft bei knapp 1800 bis 2000 Umdrehungen im Stand. Wenn ich natürlich Gas gebe, geht das ganz schnell auf 3, 4, 5.000 Umdrehungen hoch. Darum hört sich das Auto auch an wie ein Rennauto. Nicht eher wie ein Panzer, sondern wirklich wie so ein Formel-1-Auto. Wir sehen hier das Gefechtsstandkonzept mit dem SBZ Puma in der Ausführung VGTF. Dieser setzt sich zusammen aus dem Fahrzeug des Kompaniechefs sowie einem Kompanie-Gefechtsstandzelt, welches hinten an den SBZ Puma angeschlossen ist. Abgetarnt hier in dieser Version mit einem Tarnnetz. Dieser Gefechtsstand bietet die Möglichkeit, das Gefechtsfahrzeug des Kompaniechefs sowohl im Gefecht zu nutzen, als auch beispielsweise im Verfügungsraum für Befehlsausgaben, Einweisungen und natürlich, um über den Gefechtstag hinweg oder mehrere Gefechtstage die Kampfkraft zu erhalten. Wir sehen hier das Konzept eines Kompanie-Gefechtsstandes im Zusammenhang mit dem Puma VGTF, bestehend aus dem Gefechtsstand Zelt, welches selbst aufblasend so in dieser Form zusammen mit dem Puma in 20 Minuten steht. Neben dem Puma und dem Zelt besteht das Ganze aus der Nutzung der neuen digitalen Führungsmedien. Wir haben einmal den dienstlichen Rechner, Notebook, genannt AVR, militärisch gehärtet, hier mit einem dienstlich gelieferten Mini-Beamer. Beides kann einerseits durch den Puma bestromt werden, ist andererseits aber auch ohne Stromversorgung im Akkubetrieb benutzbar. Hier vorne dargestellt auf einer weißen Eisenfolie. Das gleiche Bild, was Sie hier sehen, findet der Soldat auch auf seinem tragbaren Klapprechner, dem Tablet, wieder. Angezeigt hierbei ebenso das militärische Symbol sowie die Eigenposition, wo man sich soeben befindet. Neben der Karte bietet einen der größten Vorteile die neuen hochauflösenden Luftbilder, die mit dem System mit dabei sind. Wenn ich beispielsweise im Rahmen einer Befehlsausgabe von der topografischen Karte hereinzoome, habe ich letztendlich hier das Luftbild des Raumes, wo ich mich befinde, in der möglichsten Detailtreue und im höchsten Detaillierungsgrad rein- und rauszoombar. Um das Ganze beispielsweise für Befehlsausgaben zu nutzen, daher auch die Eisenfolie, kann ich mit den altbekannten militärischen Symbolen oder taktischen Zeichen arbeiten
diese einführen und kann hier im Beispiel des Alpha-Zuges detailliert und genau zeigen, wo er sich bewegen soll, wo er in Stellung zu gehen hat und letztendlich hier das Gefecht plastisch im Rahmen einer Befehlsausgabe und höchstverständlich darstellen.